Hallöchen, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es mir um einen Punkt, der mir vor allem bei den letzten paar Videos, im Speziellen bei den Update-Videos, aufgefallen ist. Und zwar gibt es manch einen, der kommentiert, ja, ganz nett oder auch kacke oder wie auch immer. Und dann kommt direkt hinten dran, Schande, dass sie kein Anti-Cheat-Update bringen oder ach, schon wieder nichts am Anti-Cheat gemacht und hin und her. Das ist eine Sache, über die wir auf jeden Fall mal talken sollten. Let's go! Ein bisschen spät dran, würde ich sagen, mit dem Video. Ich hoffe, dass ich bis 4 hochkriege, also das Video. Andere Sachen kriege ich auch schneller hoch. Ich steige hier direkt auf Anfang volle Pulle aufs Gas und sage, in welche Richtung es gehen soll. Man sollte nicht davon ausgehen, dass Valve in Zukunft irgendwelche Anti-Cheat-Updates in diesen Update-Blocks schreiben wird. Solche Anti-Cheat-Updates oder auch Security-Updates außerhalb vom Gaming, jetzt in irgendwelchen Firmen und so weiter. Solche Sachen macht man nicht publik. Es ist ganz schlecht und gegen den Sinn des Ganzen, wenn man solche Sachen ankündigt. Einige von euch wissen ja, dass ich selbst aus der IT komme. Ich habe zwar noch nie in einem Gaming-Bereich gearbeitet und auch noch nie wirklich mit Anti-Cheat rumgefuchtelt. Ich habe aber schon mit Cybersecurity und Ähnlichem zu tun gehabt. Und einer der Grundpfeiler von dieser gesamten Geschichte, wenn du gegen Bad Actors, also bei Counter-Strike in dem Fall die Cheater, arbeitest, ist, dass sie auf keinen Fall wissen dürfen, was du gerade machst. Und das bedeutet leider auch gleichzeitig, dass halt niemand außerhalb der Firma wissen soll, was gerade abgeht. Es ist ähnlich wie bei der Polizei, wenn du an einem Fall arbeitest, an einem Mord oder irgendwas. Da darf man auf keinen Fall irgendwelche Ermittlungsinformationen nach außen dringen lassen. Das passiert dann erst, wenn man komplett fertig ist, also praktisch den Mörder gefangen hat. Dann kann möglicherweise, wenn nicht andere Fälle darauf aufbauen, gesagt werden, wir haben übrigens Methode XY genutzt, um den zu nudeln. Aber im laufenden Fall und der Kampf gegen Cheater ist halt ein durchgehend laufender Fall, ist es absolut blödsinnig, sowas öffentlich zu machen. Von wegen, oh, wir haben übrigens ein Update gemacht. Alleine die Information darüber, dass ein Update gemacht wurde, noch nicht mal was gemacht wurde, aber dass halt einfach was gemacht wurde, kann Cheater dazu veranlassen, auf einen anderen Cheat umzusteigen, auf eine aktuellere Version oder die Anti-Cheat-Entwickler auch dazu anstoßen, wieder was Neues zu machen, wieder was zu verändern, dass es wieder schwieriger wird zu detekten, beziehungsweise man wieder neue Mittel und Wege braucht, um den Cheat zu detekten. Ach, und so als kleiner Teaser, Knife-Giveaway gefällig? Guckt einfach bis zum Ende durch, dann habt ihr alle Infos. Darum sind übrigens auch diese Cheater-Gruppen, also vor allem die teuren Geschichten mitunter, in die man nur eingeladen werden kann, eben genauso geschützt. Du kannst nur rein, wenn du wirklich eingeladen wirst oder Geld zahlst und kriegst davor auch nicht mit, was passiert. Wenn man sich da wiederum reinschmuggelt und halt genau weiß, was passiert, also sprich den Quellcode von den ganzen Geschichten hat, von allem, dann kann man da natürlich leicht was dagegen machen. In die andere Richtung zählt aber auch dasselbe. Wenn Cheater den Quellcode von Spielen und so weiter haben, können sie halt sehr leicht ihre Cheats dafür schreiben. In dieser Sicherheitssektion muss also komplettes Stillschweigen herrschen. Und darum hier nochmal das, was ich gerade eben am Anfang schon gesagt habe, rechnet im besten Fall halt einfach nicht mit solchen Updates. Also mit solchen Updates zum Anti-Cheat. Ich muss mich hier ganz kurz noch einklinken, weil ich mich so dämlich an der Stelle ausgedrückt habe. Später kläre ich das auf, aber lieber jetzt auch direkt an der Stelle. Rechnet nicht mit geschriebenen Updates zum Anti-Cheat. Diese Updates kommen, sie werden gefahren und geladen, aber es kommen eben keine Informationen darüber zum Vorschein. Valve hat solche Updates schon gebracht, ja, aber eigentlich immer im Nachhinein. Wie zum Beispiel vor längerer Zeit diese Honeypot-Methode bei Dota 2. Da haben sie 40.000 Dota 2-Accounts gebannt. Darüber habe ich damals auch ein eigenes Video gemacht, das hier wahrscheinlich verlinkt ist. Oder ihr gebt einfach Dota 2-Bans, der Dummer-Plan, dann kommt das auch. Da haben sie, um das ganz kurz zu erklären, den Cheatern eine Falle gestellt und haben sie in die Falle reinlaufen lassen. Und auch in dem Fall wäre es natürlich absolut dämlich, wenn man sagen würde, übrigens, wir haben was geändert und wir haben da jetzt was Geheimes eingebaut und bla bla bla. Das würde das sofort zerstören. Ähnlich wie wenn du auch halt einem Straftäter eine Falle stellst. Du kannst nicht darüber aufklären, dass du sowas machst, weil sonst passen die Straftäter oder Hacker oder wie auch immer ja auch besser auf. Das Beste, was in dieser gesamten Cheater-Anti-Cheat-Sache passieren kann, ist, dass Cheater glauben, dass sie einfach damit durchkommen. Weil genau dann werden Daten gesammelt, was, wie, wo und warum und damit gepimmelt. Die Sache von Dota ist über ein Jahr her. Aktuell gibt es aber auch noch was Neues dazu. Und zwar haben sie gerade vergangene Woche in den Neuigkeiten das Geschenk des Drachen gebracht. Und hier, Achtung, haben sie auch nochmal diesen Punkt. Und denkt dran, hier geht es auch um Valve. Das ist ja der gleiche Laden. Um beim Thema Geist des Gebens zu bleiben, machen wir fast allen Spielern ein weiteres Geschenk. Wir haben neuen Code zur Erkennung von Cheats implementiert. Eigentlich ist die Implementierung schon ein paar Wochen her. Und so weiter und so fort. Hier haben sie also auch wieder im Nachhinein Update-News gebracht zu ihrem Anti-Cheat. Klar, sowas kann man machen. Aber nichtsdestotrotz gibt man genau in dem Moment, in dem man sowas veröffentlicht, den Cheatern die Information, Achtung, wir machen was. Und zu diesem Punkt, wir machen was, würde ich auch gerne noch ganz kurz hinzufügen, dass viele fälschlicherweise davon ausgehen, dass nichts am Anti-Cheat gemacht wird, irgendwie seit Jahren, dass das gar nicht angefasst wird. Logischerweise wird daran natürlich
immer weitergearbeitet. Solche Updates kommen halt nur nicht aus den genannten Gründen an die Öffentlichkeit, also im besten Fall. Ich habe euch im letzten Video schon einen Indikator gezeigt, der darauf hinweist, dass was gemacht wird, wie zum Beispiel die Bestenliste, wenn man auf World geht, wie viele Leute da ab und einfach komplett rausgelöscht werden. 10, 20, 30, 40 Leute werden einfach aus dieser Top-Liste komplett entfernt. Es passiert also was. Nur was sollte uns Volvo halt einfach im besten Fall nicht sagen? Leider muss man in diesem Falle dieses Glaubensprinzip nutzen. Also man muss einfach dran glauben, es hört sich absolut dämlich an, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Im Hintergrund wird logischerweise am Anti-Cheat gearbeitet, das ist ganz klar. Wie viel daran gearbeitet wird und ob es bereits gut ist, das ist leider eine extrem subjektive Sache, denn da hat einfach jede andere Erfahrung, darum eben ja auch subjektiv. Also es gibt so viele, die mir unter die Videos schreiben, ich habe in jedem Spiel einen Cheater im Gegner und in meinem Team, also die versinken komplett. Dann gibt es eben meine oder unsere Games in den Streams, man kann die sich gerne auch live angucken, wir spielen halt cheatfrei, also bei uns ist nichts. Aus meiner Sicht würde ich dann in dem Fall sagen, ja, es läuft doch ganz gut. Ne? Also egal, was wir machen, es scheint gut zu wirken. Aus der Sicht der anderen, die halt komplett untergehen in den Cheatern, sieht es natürlich anders aus. Deswegen sage ich natürlich auch nicht Counter-Strike hat wenig Cheater, sondern nur in dem Fall, dass wir in Ruhe vor uns hinspielen können. Natürlich lasse ich mich gerne von Valve eines Besseren belehren und sie schreiben in 2 Wochen in ihre Update-News rein, dass sie was gemacht haben. Das kann sein. Ich wollte euch mit dem Video eigentlich nur so ein bisschen diese, ja, eigentlich Enttäuschung wegnehmen bei Updates. Ihr solltet halt einfach nicht davon ausgehen, dass in einem Update irgendwas übers Anti-Cheat steht. Wenn sie was reinschreiben, wir sind übrigens dabei, dann ist es ganz nice oder ganz nett von ihnen. Aber ja, an sich eigentlich gar nicht so klug, denn wie gesagt, lieber im Geheimen weiterwursteln, als großartig rausposaunen, was passiert. Ja, das Ganze ist eigentlich ein recht kurzes Video, weil auch die Thematik halt einfach ist. Ich weiß, dass es auch nicht auf viele zutrifft. Ich weiß, dass die meisten wissen, dass solche Sicherheitsgeschichten nicht öffentlich, sondern immer hinter verschlossenen Türen stattfinden. Aber es scheint trotzdem einige zu geben, die das vielleicht auch von anderen Spielen gewohnt sind, dass immer mal wieder irgendwelche Updates zum Anti-Cheat kommen, zu den Maßnahmen und so weiter und so fort. Gut wäre schon, ja, wenn sie in die Updates sowas reinschreiben würden, wie wir sind übrigens dran. Also Anti-Cheat, ein Strich, wir sind dran. Okay, das könnte man machen. Damit einfach die Leute, die daran zweifeln, halt was zu lesen haben. Wobei natürlich die zweifeln, auch sagen, ja klar, schreiben können die viel, aber ob die wirklich was machen, nee. Eigentlich will ich nur darauf hinaus, dass ihr euch solche wirklich guten Updates wie die letzten paar nicht madig machen lasst von einem fehlenden Ding. Also auch die Leute, die sagen, ich brauche nicht Left-Handed oder ich will... Es gibt natürlich immer Meckerlesen, das ist klar. Es gibt immer Leute, die sagen, ja toll, Arms Race und dieses und jenes und blablabla ist da, aber was ist mit XY? Ich finde vor allem, dass gerade das letzte Update oder die letzten paar kleinen Updates, es wurden ja noch Fixes hinterhergeschoben, auch wieder halt Zeichen dafür waren, dass sie dabei sind, sie machen. Woran ja auch viele gezweifelt haben, unter meinen Videos zu diesen ganzen Geschichten sind Kommentare zu finden, in denen manche aufgegeben haben, die schreiben, die machen nie wieder irgendwas. Es kommt kein einziges Update mehr. Die alten Modi können wir vergessen, Arms Race werden wir niemals wiedersehen, Danger Zone, kein Schaden der Hutstecke und so weiter und so fort. Und ich finde, als normaldenkender Mensch hockt man da und denkt sich, lass die doch mal machen. Solange die Volvo es jetzt reinballern, ist für mich alles fein. Und ich hoffe doch für euch auch. Komm, wir machen noch ein paar Giveaways, let's go. Ich wurde vollkommen zu Recht darauf hingewiesen, dass ja noch ein paar YouTube-Giveaways offen sind. Und die machen wir jetzt mal. Wir machen jetzt mal locker 3 fertig. Also ab jetzt nur noch Giveaways. Falls jetzt jemand Content erwartet, ich mache noch ein richtiges Giveaway auch noch hinten dran. Also es gibt noch ein neues. Aber jetzt klären wir erstmal vorneweg 3 Giveaways auf. Also hauen 3 Gewinner raus. Wen das nicht interessiert, wer bei den Giveaways nicht mitmacht, der kann auch gerne jetzt schon mal ausmachen. Aber vielleicht gibt es später ja auch irgendein Secret. Memo an mich selbst, Secret einbauen, vielleicht Nase bohren, mal gucken. Und zwar gab es hier mal zuallererst eine Star Trek Desert Eagle Bronze Deko im Top 10 Desert Eagle Video zu gewinnen. Man musste dafür nur schreiben, ob man gerne Desert Eagle spielt. Ich habe wieder alles für euch vorbereitet. Vielen Dank für 56 Kommentare, ihr alten Macher und Gönner. Der Gewinner ist... Schönes Video, ich spiele die Deagle, aber Treffen ist mehr Luck als Skill, warum man... Mr. Butthead, du hast somit das Giveaway gewonnen. Schreib mir bitte hier unter das Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und füge deiner Kanalbeschreibung bitte deinen Trade-Link hinzu. Weiter geht's mit der Farmer's Rapid Eye Movement. Die ist aus dem Video, wie viele Cheater habt ihr so in euren Spielen. Um hierbei mitmachen zu können, sollte man Auskunft darüber geben, wie viele Leute man ungefähr in der Woche reportet. Wobei ich hierbei auch gelten lassen würde, wenn jemand einfach schreibt, wie viele Leute er halt reportet, muss es nicht zwingend auf die Woche gemünzt sein. Vielen Dank für 123 Kommentare. Absolut geile Meile. Ich hoffe, ihr könnt anhand der Kommentarzahlen so ein bisschen erkennen, warum ich mitunter länger brauche für die Antworten. Also ich habe noch einige sehr alte Antworten, also Kommentare, die ich noch beantworten muss. Aber es wird sukzessive passieren. MK, EU, ich reporte Cheater nur, wenn das 99,9% safe ist. Ich würde sagen, das zählt. Das zählt als Antwort. MK, du hast somit das Giveaway gewonnen. Schreib mir bitte hier unter dem Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und füge auch du bitte, oh, wie schon gesehen, hier, okay, gut, dann ist der Punkt schon erledigt. Optimal. Als nächstes haben wir noch eine StatTrak Galil AR Connection für euch. Die gab es im Video
zu diesem Mini-Update von Valve, als ich gefragt habe, ob uns Valve so ein bisschen trollt gerade. Und hierzu sollte man einfach schreiben, was man über die Aktion von Valve gerade so denkt. Weil ich habe ja angedeutet, dass es möglicherweise zeigt, dass sie gerade was kochen, womit ich ja am Ende auch richtig lag. Und ihr solltet genau darüber eure Gedanken ausspeichern. So, die Rechnung war total schwer, 8 plus 1. Wir snacken uns die Kommentare und es sind 72. Vielen, vielen Dank für die Kommentare. Und wir ziehen direkt den nächsten Gewinner. So, wird Zeit, dass eine Operation kommt, aber ich glaube noch nicht daran. Das zählt auch auf jeden Fall. Rauber-Hotzenplotz, Räuber-Hotzenplotz. Du hast somit das Giveaway gewonnen. Mittlerweile sollte man ja wissen, wie der Hase läuft. Hier bitte einmal melden unter diesem Video und den Trade-Link hier in deine Kanalinfo reinpacken. Und zu guter Letzt gab es noch die Dual Berettas Stained für euch zu gewinnen. Im dazu passenden Top-10-Video für die Duels. Und man sollte einfach nur schreiben, ob man die Duelies gerne und oder oft oder selten spielt. Hier ist auch schon wieder alles vorbereitet. Wir snacken uns die Kommentare. Vielen Dank für 39 Kommentare. Und der Gewinner ist die Duel spiele ich selten. Manuel, pfft. Manuel, du weißt, wie der Hase läuft. Hier melden und Tradelink. Dankeschön. Und weil scheinbar einige von euch Fans der Glock 18 Vogue sind, wie ich im letzten Top 10 Video zu den Glock 18 erfahren habe, hauen wir heute einen raus. Das Leckerteilchen kann dir gehören, wenn du hier einfach folgende Frage beantwortest. Und zwar, warst du schon mal in einem meiner Livestreams? Ich weiß, habe ich schon oft gefragt. Ich frage es aber gerne immer wieder aufs Neue. Ich streame dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Und dort gibt es immer Viewer Games und vor allem die dicken Giveaways, also die deutlich größeren. Wir haben jetzt demnächst wieder Folgendes für euch. Zum Beispiel dieses Kniftelchen hier und auch wieder ein Glove Giveaway. Und darüber hinaus wird es auch bald diese AK-47 Jaguar für euch zu snacken geben. Das hat alles in den Livestreams. Ach ja, und apropos Schmankerl, gerade eben, vor ein paar Sekunden hat mir Toni geschrieben, dass er nächste Woche einen Navaja Knife Rust Code bei mir im Stream verschenken möchte. Wenn ihr euch erinnert, das letzte Handschuh-Giveaway ging auch von ihm aus. Vielen, vielen Dank, Toni, dafür. Mega. Also an alle, dieses Knife gibt es nächste Woche für euch in meinem Stream zu gewinnen. Wenn ihr ganz neu seid, kommt am besten sobald wie möglich in die Streams, damit ihr die Bubble Dollar sammeln könnt. Ihr sammelt die komplett kostenlos einfach durchs Zuschauen. Je länger man da ist, desto mehr hat man davon. Und mit diesen Bubble Dollar kauft man sich dann auch nächste Woche die Tickets für das Knife Giveaway. Also rankommen! Ja, und je nachdem, wohin ich das schneide, danke fürs Zugucken. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter